Guten Morgen, gerade laufen die letzten Minuten vor dem Beginn des Trainings hier im Parco di Monza. Die Teams arbeiten fieberhaft an den Autos und nehmen letzte Anpassungen vor, bevor die Boliden auf die Strecke gelassen werden. Eine der wohl berühmtesten Kurven in Monza ist die Varianta del Rettifilo. In dieser schwierigen ersten Kurve gab es im Laufe der Jahre schon viele Unfälle in der ersten Runde. Die Teams werden wohl die Luft anhalten und hoffen, dass alle diese Kurve heil überstehen. In dieser kniffligen Kurve ist es nicht leicht, den perfekten Bremspunkt zu finden. Man nähert sich hier mit rund 330 km/h entlang der Hauptgeraden, muss dann ungefähr 120 Meter vor der Kurve abbremsen, um sie mit etwa 84 km/h nehmen zu können. Es passiert schnell, dass man da zu weit aus der Kurve getragen wird, man von der Strecke abkommt und so seine Position an andere verliert. Not a new one, some people living their life in bottles. When they have the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Wir haben den Anfang gehört. Wir wissen jetzt, was auf uns einigermaßen zutrifft. Und damit begrüße ich euch hier zurück zu einem neuen Part. Ja, was jetzt so bestimmt an dieser Runde ist, sage ich euch gleich. Ah, wir haben die haben wir auch. Wie heißen die Mediums? Ja. Die Mediums haben wir. Da haben wir auch für die Runde. Wir fahren aber trotzdem mal mit dem Superweichen mal raus zuerst. Einstellungen. Wir haben jetzt 30 Minuten sind wir draußen. Nehmen wir 30 Kilo mit. Auch wenn das zu viel ist, weil wir, sobald wir reinfahren, eigentlich sofort wieder reinkommen. Aber gut, hier kenne ich mich sowieso nicht aus, deswegen fahren wir raus. Season-Info. Wir bleiben trocken, okay. Und jetzt sehen wir schon den Unterschied. Wir sind nämlich im Training. Wir gehen wir aber... Nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Wir gehen dann sogar nochmal in die Quali. Für eine kurze Quali, das heißt 10 Minuten Quali-Part. Und dann kommen wir in das Rennen. Und das Rennen ist ganz besonders. Aber das werden wir sehen, sobald wir das nächste Mal... Sobald wir beim Rennen sind, so. Ja, rausfahren, gut. In der Nacht, glaube ich, beende ich die auf den Musisten, weil da habe ich jetzt so 5 Parts. Ja, alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vielleicht 10 Runden, wenn ich gut bin. 10 Parts. Und ich habe jetzt noch eine relativ einfache Strecke ausgesucht. Das ist, was? Gut, der ist mir sowieso egal. So. Also die Italien-Strecke, die sah einfach aus, sagen wir es mal so. Nach der letzten Runde hoffe ich mal, dass wir da jetzt auch besser reinkommen. Wie gesagt, wir haben jetzt sau viel Zeit zum Eintrainieren, zum Üben. Ich muss mir zwischendurch noch was drin holen, weil geschätzt werde ich jetzt hier 2 Stunden sitzen und fahren. Danach kann ich mir morgen was zu essen machen, weil ich habe heute noch nicht groß gegessen, außer vorhin zu der Schokolade, was wir im letzten Part gehört haben, ja. So. Noch viel schneller rumkommen. So, und jetzt sind. Und die KI habe ich nach unten genommen, die ist jetzt bei 39%. Oder 39 eingestellt.
ist nur Verwarnung. Da habe ich immer schon mal die erste Kurve geschafft. Das war nicht abgekürzt. Nice. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Scheiße! Drin, dann werde ich auch noch mal ein bisschen ruhiger sein. Danach werde ich mal ein bisschen dämlich quatschen, so wie ich das immer mache. So, jetzt zu kommen. Ah, oh, Scheiße! Gut, okay. Schon verkackt, okay. Keine Schäden. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen lockerer fahren. Ja, also, wie gesagt, dieses Mal wird es spezieller. Ich sitze hier sehr lange in dieser Runde jetzt. Also, weil ich zu langsam bin. Und ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie das hier alles ankommt. Ich nehme heute alles am Sonntag auf. Und ich habe kurz nach, also so um 1 habe ich, glaube ich, angefangen. Wir haben es jetzt schon... 4. Also ich werde 5:30 werde ich hier ungefähr aufhören und dann wird mein Arm gut gemacht und das nehme ich wieder auf und der DR ist verfügbar, das machen wir dann später. Das machen wir in der nächsten Runde. Dann muss ich gucken, welche Reifen ich dann nehme. Weil wir haben hier sehr viel Abtrieb. Schon. Genau. Hol mich. Wir gehen auf Fett rüber. Aber es ist ja eh jetzt eine Trainingsrunde. Deswegen ist es eigentlich relativ egal, wie wir fahren. Ganzes Dings wollte ich jetzt auch nicht machen, eine ganze Trainingsrunde, das wären ja 3x30. Und so viel habe ich jetzt aber auch keine Lust. Scheiße rausgekommen, Scheiße rausgekommen! Ah! Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Oh. Noch bin ich 7. Das ist okay. Wie gesagt, das ist ja eh ein Trainingsrunde hier, deswegen... Scheiß jetzt auf die Reifen. Wisst ihr, was hier im echten Inland für Reifen weggehen? Das ist krank. Alter! Das war jetzt ein krasser Cut.
Ich muss mir auch dann was zum Trinken noch holen. Ich habe hier so gut wie gar nichts mehr an Trinken da. Und Essen habe ich noch einen Apfel da. Aber überleg mal, das fällt mir gerade so ein. Die ersten Rennen, das erste Rennen gleich raus. Das zweite Rennen. Monaco, gut, okay, ist eine Sache für sich selber. Aber jetzt bin ich mal auf diese Runde gespannt. Und ich weiß auch vor allem nicht, wie die Toneinstellungen sind. Ich hoffe mal, man hört noch, also man hört alles einigermaßen. Für mich ist es angenehm. Viel Verkehr, so. Wir gehen mal auf das hier. Okay, ein neues Setup für dich. Dann gehen wir auf die... Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,34,1. Guck mal, haben wir... Guck mal zurück. Gib mir nochmal das Ding. Gib mir nochmal das Tablet. Wir haben zweimal von allen. Okay. Medium will ich nicht nehmen. 4 Sekunden. So, das sind dann die für... Da stand doch irgendwo, wo die... Jetzt vor, ach hier fürs Rennen zurückgegeben, ja hier fürs Quali, Quali 1, Quali 2, ich habe 2 Qualis eingestellt, fürs Rennen habe ich gerade mal 3 Räder vorbehalten. Ich darf jetzt nicht zu führender fahren. Wenn ich überlege, wir sind jetzt schon allein 10 Minuten gefahren. Nee, ich wollte aufs Rennen. Ich wollte ins Rennen. Fertig, bereit. Und ich habe auch meine Einstellung geändert, oder beziehungsweise nachgeguckt mit der Tastenbelegung, weil F1 kann ich ja nicht. Und das gleiche ist, F1 ist das Viereck. Die Belegung. Jetzt, das sind ja jetzt nur Trainingsrunden. Immer so sehen, nur Trainingsrunden. Betone Training. Ja, fahren wir gleich durch. So.